Halli, Lieben, und herzlich willkommen zu einem besonderen Food Haul heute. Heute gibt es eine Süßigkeitenausbeute, besonderen Food Haul, und zwar von den Kindern. Hier ist die Tüte komplett voll. Oder sagen wir dreiviertel voll. Wir waren beim Kaufland und die Kinder haben sich Süßigkeiten ausgesucht. Sie wollten unbedingt mal wieder so eine riesige Menge Süßigkeiten dort kaufen. Von ihrem eigenen Geld. Und bei uns läuft es so, natürlich kaufen wir auch Sachen und die sind dann im Süßigkeiten-Schrank für alle zugänglich, aber die Kinder wollten halt so eigene Sachen haben, die nur ihnen gehören und nicht der Papa weg ist oder so. Und bei Kaufland gibt es halt eine, wie wir finden, relativ große Auswahl und deswegen wollten die Kinder da gern hin. Ich glaube, die Sachen sind größtenteils trotzdem total einfach und die gibt es auch in jedem anderen Laden. Aber ich meine, Mausi hat ein, zwei Sachen sich ausgesucht, die es sonst nicht so gibt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Ich habe jetzt alles in einer Tüte. Ich versuche euch immer dazu zu sagen, wer sich was ausgesucht hat und mache hier so zwei Stapel, aber ich weiß es bei einigen Sachen auch nicht so genau. Also ja, wir gucken einfach mal. Und ich hoffe, euch gefällt das etwas andere Video, der etwas andere Food Haul. Ich habe gedacht, ich mache heute einfach mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen Abwechslung reinbringen hier. Also, wir haben als erstes total einfallsreich. Einmal salzige Chips, also ganz normal die von der Kaufland Eigenmarke, Kaufland Classic, knusprige Chips, Salz. Die hat Mausi sich ausgesucht. Mausi mag sowas nämlich total gerne auch mit Tzatziki essen. Auch das nächste, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und zwar hat sie sich Pringles ausgesucht. Pringles, Sour Cream and Onion, und das ist halt auch so, dass, ich meine, hier ist aber ja auch sowas abgebildet. Sie hat gerne Tzatziki und dann dippt sie das da rein und ist dann da total fleißig, weil sie Tzatziki halt einfach sehr liebt. Auch Tortillas zum Beispiel ist sie auch super, oder Tortilla-Chips, ist sie super gerne mit Tzatziki. Also ja, die Pringles hat auch Mausi sich ausgesucht. Dann haben wir aber noch eine andere Packung Chips, die hat Noelle sich ausgesucht. Und zwar diese hier, knusprige Chips Paprika. Die gibt es ja auch überall anders, aber er wollte die unbedingt haben und ja. Ihr habt ja letzte Woche, muss das gewesen sein, in meinem Video und auch vorletzte Woche, glaube ich, gesehen, dass wir auch ganz einfache Chips gekauft haben. Einfach weil, ja, wenn alle Kinder da sind und man irgendwie mal Bock hat, Chips zu essen, dann hält so eine Tüte echt nicht lange. Bei 5 Personen geht das ganz schnell. Und Mirko ist immer ein Fan davon, dass man sowas da hat. Ich brauche das irgendwie nicht so. Wenn ich Bock drauf habe, dann kaufe ich das. Aber er mag das gerne, wenn so Erdnüsse, Chips und Flips und so immer im Haus sind. Dass, wenn man dann mal was essen möchte, dass es halt auch vorrätig ist. Ist ja an sich auch nicht verkehrt. Ich achte bei sowas dann eher darauf, dass man Nudeln da hat. Dass man passierte Tomaten da hat oder so, ne? Aber gut. Dann haben wir hier einmal diese Manna-Schnitten. Die kennt ihr bestimmt, ne? Neapolitaner. Die sind in einem Viererpack. Kann man das erkennen? Ja. Im Viererpack, und die habe ich als Kind auch schon super gerne gegessen. Und da kann man halt ein so ein Ding sich auch mitnehmen irgendwo hin oder so. Oder man, keine Ahnung, einen riesen Ausflug macht, nimmt man sich alles mit. Die hat Mausi sich auf jeden Fall ausgesucht. Dann haben wir ein Getränk, was Mausi sich ausgesucht hat. Und zwar Almdudler als Dose erstmal und dann in der Pride Edition. Sieht richtig cool aus, finde ich. Richtig gut. Und sie hat sich die ausgesucht. Wir haben sonst ja immer die Flaschen, aber sie wollte die haben, weil sie die sammeln möchte. Sie wird die austrinken, sauber machen und dann, ja, will sie die sich ins Regal stellen. Sie hat normalerweise immer von Starbucks Sachen im Regal. Also sie hat auch schon Plastikbecher, also sich da wirklich Becher gekauft. Sie hat aber auch, von Starbucks einmal diesen Papierbecher, den es mal gab für irgendein Getränk. Den hat sie ausgewaschen und hat den im Regal stehen, weil das, glaube ich, ihr erster Starbucks-Becher war. Und den aus Plastik, weil da irgendein, war da ein Eistee neulich? Ich glaube, da war ihr Eistee neulich drin. Den hatte sie halt auch noch nicht, den durchsichtigen, den hat sie auch ausgewaschen und in dem Zimmer stehen. Dann hat sie da halt so eine kleine Sammlung und das findet sie total gut. Und da möchte sie diese Pride Edition vom Almdudler auch hinstellen. Finde ich eine süße Sache. Es gibt Leute, die sammeln schwachsinnigere Sachen. Sie freut sich darüber, dass sie da diese Getränke schon mal getrunken hat, in einem Laden, den sie total cool findet. Also warum nicht? Finde ich völlig in Ordnung. So, dann hat Noelle sich zweimal Schokolade ausgesucht, und zwar Milka. Zweimal die einfache, ohne alles sozusagen.
Die ist für Noel und ich meine, Mia hat auch eine ganz einfache Tafel Milka sich ausgesucht. Ich bin ja eher mal der Kuhflecken-Typ. Kuhflecken oder Lou. Wobei die normale auch gut schmeckt. Ich habe neulich mal eine andere gegessen von Lind und muss sagen, dass die mich ein bisschen traurig gemacht hat, weil ich die von Milka einfach leckerer finde. Das ist irgendwie so das Nonplusultra, was Schokolade angeht, finde ich. Außer zum Beispiel jetzt Kinderriegel. Das ist aber, ich finde Kinderriegel und Milka, das sind zwei unterschiedliche Dinge irgendwie. Das kann man nicht so gut miteinander vergleichen, finde ich. Naja, apropos Kinder. Ich glaube, Noel hat sich die Tüte mitgenommen. Ich weiß es aber nicht genau. Schokobons, keine Ahnung, wie die gekostet haben, mir sind die immer viel zu teuer. Also natürlich sind die mal ganz lecker, wobei ich immer nur so einen essen kann und dann ist es gut. Ich könnte da nicht mehrere von essen, ich finde die irgendwie anstrengend. Das ist irgendwie zu viel für mich. Ja, ich finde die irgendwie immer teuer, aber ja. Ich glaube, Noel hat sich diese Tüte ausgesucht. Dann hat er sich ausgesucht, auch von Kinderschokolade, diese Kinderkarts. Die findet Mia, glaube ich, eigentlich auch ganz gut. Meine ich zumindest. Aber diesmal, ja, hat Noel sich die ausgesucht und ich glaube, bei mir nicht. Nee, nur Noel. Ja. Das sind natürlich Süßigkeiten, also die dürfen mit in die Zimmer von den Kindern, aber wir werden das ein bisschen einschränken, wann sie was essen dürfen. Also die dürfen jetzt nicht den ganzen Tag da sich das in den Mund schieben ohne Ende und nichts anderes mehr essen, ne? Nur für alle Übermuttis, damit ihr Bescheid wisst. Also nur weil das existiert im Kinderzimmer, heißt das nicht, dass sie das rund im Jahr essen dürfen. Ja. Dann gibt es hier einmal Campinos. Ich glaube, die hat Mia sich ausgesucht. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube schon. Finde ich ganz cool. Die sind eigentlich ganz lecker. Und ich hoffe, dass Mia sich den nicht ausgesucht hat, weil sie mit mir einen Schnaps machen will. Weil wir neulich darüber geredet haben, dass es ja so verschiedene Schnäpse im Moment gibt, auch mit Schlümpfen und mit so Fruchtbaums und so weiter. Ich hoffe, dass sie da nicht irgendwelche wilden Ideen hat. Naja, das war auf jeden Fall Campinos. Vielleicht darf ich ja den einen oder anderen in Rot abhaben. Dann hat sie sich Salami-Sticks ausgesucht. Mia ist ein bisschen einfallsreicher. genau, Salami-Sticks von der Eigenmarke von Kaufland hier. Und ja, die werden lecker schmecken. Da sehe ich gar keinen Zweifel. Also das wird gut werden. Dann haben wir, und ich glaube, das hat sich alles Noel ausgesucht, aber ich weiß es nicht. Wir haben einmal Kinder Country hier. Ganz normale Packung. Dann haben wir hier eine Doppelpackung Kinder Bueno. Die hat sich auch Noel auf jeden Fall ausgesucht. Ja, findet er immer ganz toll. Und wir haben dann noch einmal ganz normale Kinderriegel. Ich glaube, die gehören auch zu ihm. Ja, ganz einfache, ganz normale. Ja, ich fand das schön, als da diese, ich habe hier gerade die Figuren gesehen, ich fand das schön, als da diese Aufkleber drin waren von den beiden. Ich fand die irgendwie total süß. Ja. Außerdem bin ich so ein Fan davon, dass man so einen Riegel aufmacht und dann da was drin ist. Ob es ein Fußballaufkleber ist oder ein Aufkleber von denen, das finde ich irgendwie immer cool. So, was haben wir denn hier noch alles? Ich hole das mal raus aus der Tüte. Einen Schnuller haben wir auf jeden Fall. Interessant, gut zu wissen. Noel hat sich ausgesucht, das habe ich aber bezahlt, von Hubba Bubba, mega lang, so ein Cola-Kaugummi. Weil ich ihm gesagt habe, dass er sich Kaugummi aussuchen darf und dann ja, hat er sich das ausgesucht. Dann haben wir bei Mia fruchtige Stachelbeerbonbons. Ich weiß nicht, ob sie die wegen dem Design genommen hat oder weil sie auf Stachelbeergeschmack steht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ja, sie hat sie auf jeden Fall mitgenommen. Vielleicht auch, weil sie einfach niedlich sind. Vielleicht will sie dafür schenken, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie sich die ausgesucht. Dann hat sie sich auch eine Packung Kinder Country ausgesucht. Die mag sie ja auch gerne. Dann... Ach, die mag ich gleich. Fangen wir mit Noel an. Noels letztes Teil ist das hier. Wie heißen denn die? Cornados. Das war so süß. Er sagte, oh, die erinnern mich voll an meine Kindheit. Er ist 10. er ist in seiner Kindheit. Aber gut, ja, die wollte er unbedingt haben, weil ihn die an seine Kindheit erinnern. Und eine Sache, die mich an meine Kindheit erinnert, sind hier diese roten Kirschen. Diese Lollis. Kennt ihr die? Oh. Also die haben, weiß ich nicht, die kennt doch jeder, oder? Und die sind doch so toll. Und so als Erwachsener denkt man, oh Mann, die sind auch so schnell weg irgendwie. Aber die sind so lecker und vielleicht darf ich da auch einen abhaben von Mia. Ich hoffe es insgeheim. Ja, super schön. Mia hat richtig coole Sachen sich ausgesucht, finde ich.
Noelle ist ja Schokoladen- und Chipslastig. Aber gut, die Kinder haben sich sehr gefreut, dass sie sich was aussuchen durften und ja, haben jetzt erstmal genug, sind gut eingedeckt. Ich hoffe, dass euch diese Art von Video gefallen hat. Ist mal ein bisschen was anderes irgendwie, finde ich. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, dort unten hin, was eure Lieblingssüßigkeit ist. Oder wenn ihr jemand seid, der keine Süßigkeiten isst, warum auch immer, könnt ihr das auch reinschreiben. Dann könnt ihr vielleicht reinschreiben, was euer Lieblingssnack ist, so wenn ihr Hunger habt, ne, und was snacken wollt. Und ansonsten schreibt gerne mal eure Lieblingssüßigkeit, ob ihr Team Schokolade seid, Team irgendwie, wie nennt man das, Fruchtgummi oder so, oder Team Chips, irgendwas Salziges. Ja, wenn ihr eigentlich coolen Empfehlungen für irgendeinen coolen Snack habt, schreibt es mir auch auf jeden Fall in die Kommentare. Dann können wir uns ein bisschen austauschen, dann lernt man auch vielleicht mal was Neues kennen. Ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Start ins Wochenende, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!